von Trainerseite kannst du nur eines machen. Und das ist das, was ich immer sage. Du kannst dich nur zu den Athleten stellen. In den schlechten als auch in den guten Zeiten. Weil das ist, glaube ich, das Schlimmste, was man macht, wenn man emotional dann zu überreagiert, weil man glaubt, das Ziel nicht erreicht haben. Weil letztendlich fordert der Athlet für sich selber. Natürlich partizipieren alle dran. Der Verband, die Trainer und das ganze Business, das außenrum dranhängt. Aber am Schluss ist es immer noch der Athlet, der letztendlich selber runterfordert. Und wenn es halt nicht klappt, glaube ich, und das muss man mal von der emotionalen Seite für jeden Menschen sehen, wenn er mal irgendwo nicht Erfolg hat, wenn er weiß, es sind noch Leute da, die letztendlich auch dann zu mir stehen, wenn es nicht so gut läuft. Und das ist das, was wir machen können. Und ich glaube, dass die Sportler im DSV hier immer sehr gut behandelt werden, dass wir vielleicht einmal kurz emotional sind, aber letztendlich immer deutlich zu unseren Athleten stehen, auch wenn es einmal nicht so gut läuft. Bei dem Thema, wenn man an Marcel Hirscher denkt, ist das wahrscheinlich vergleichbar wie der Felix jetzt in Deutschland. Oder? Warum packt der das so gut? Das, glaube ich, muss einem auch gegeben sein. Das hat er aber immer schon gehabt. Natürlich kann man einen gewissen Grad erarbeiten, so wie man trainiert, wie intensiv man sich seinen Sport aussucht, wie gezielt man hier arbeitet. Aber letztendlich am Schluss muss er es in den Genen haben. Man muss einfach mit dem Thema umgehen können, mit dem Thema der Öffentlichkeit, mit dem Thema der Massen in Anführungszeichen, dann ist es gut.